Ein kolossaler Betonkomplex in der Nähe von Soissons im Norden Frankreichs. Diese Bunker sind das einzige in Europa noch erhaltene Hauptquartier von Adolf Hitler, Wolfsschlucht 2. Mitten in der weitläufigen Anlage steht der sogenannte Führerbunker. Eric Trinon leitet Besuchertouren durch die historischen Gebäude. Hier war Adolf Hitler nur einmal. Er kam gegen 8 Uhr am 17. Juni 1944 an für die berühmte Konferenz von Margival mit unter anderem Rommel und von Rundstedt, den beiden Chefs der Westfront, um sie hauptsächlich anzuschnauzen. Anders kann man das nicht sagen. 75 Jahre nach der Landung der Alliierten in der Normandie ist die Zukunft der Anlage ungeklärt. Zerstören lassen sich die massiven Betonbauten auf dem 6 Kilometer langen Gelände nicht ohne weiteres. Ein Verein, dem Trinon angehört, bietet Touren an und kümmert sich um die Erhaltung. Das Seltene an diesem Bunker, wenn Sie so wollen, ist, dass es sich um eine Wohnung handelt, die ganz ausgestattet ist. Ein Luftschutzbunker, in dem es einen Konferenzraum, ein Büro, ein Badezimmer mit Badewanne und auch ein Schlafzimmer gibt. Zwischenzeitlich nutzte die NATO das Gebäude. Im Jahr 2000 wurde die Anlage dann an die umliegenden Gemeinden verkauft. Die würden aus dem Komplex gerne ein Museum machen. Aktuell verursacht Hitlers Hauptquartier vor allem Kosten.